Ja, servus, hallo und guten Morgen zu einem neuen Video von mir. Ich bin wieder Avenger und ja, ich wollte euch einfach mal sagen, so wie das für mich ist, wenn ich von der Arbeit abschalte. Also nicht so wie ihr jetzt, ich meine, das ist ja fast alltäglich. Aber ich habe wieder einmal Vatertag gearbeitet, ich schaffe wieder mal das Wochenende und ja, da gab es so einen kleinen, sag ich mal, so einen erfreulichen Zwischenfall, und zwar mein bester Freund zieht um und der hat dann so geschrieben, ja, hast du mal Bock vorbeizukommen, und ich war so fertig von der Arbeit, hab dann erstmal so geschrieben, boah Alter, ich bin so kaputt und Ding. Ich habe mir dann so gedacht, Alter, was bist du eigentlich für ein Arsch, komm, fahr doch einfach mal hin, wenn er doch mal Bock hat und so. Ja, und ich hatte jetzt also nicht irgendwie Angst, ich müsste noch was arbeiten oder so, weißt du, ich hatte einfach nur dieses, ich war einfach nur schlapp, ich war einfach nur fertig. Aber auf jeden Fall, ich bin dann hingefahren und da habe ich dann wieder erlebt, wie es ist, wenn man beste Freunde hat und Familie und wie man, das ist eigentlich die beste Medizin ist für Überarbeitung oder Stress oder irgendwas. Auf jeden Fall, er war ja am Umziehen, ne? Und mein Bruder ist gelernter Schreiner, ne? Fette Props an dich, wenn du zuschaust. Ich weiß, dass du meine Videos regelmäßig schaust. Und er als Schreiner hat die Küche aufgebaut. Alter, wir hatten so einen Spaß dabei. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist schon gar keine Arbeit mehr eigentlich, obwohl es ja eigentlich Arbeit ist. Aber wir hatten so viel Spaß. Wir haben Papier gezischt nebenbei, haben immer mal ein paar Scherzchen gemacht, so wie früher in der Schulzeit. Es war richtig cool, einfach mal wieder mit den ganzen Leuten zusammenzuhocken. Und ja, auf jeden Fall, ja, ich muss jetzt mal was zu meinem Bruder loswerden eigentlich. Deswegen mache ich das Video auch und auch zu meinem besten Freund, aber da komme ich gleich dazu. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Viele haben wahrscheinlich einen Bruder und werden sich jetzt denken, boah, Alter, wie könnt ihr euch so gut verstehen? Ich zoff mich ständig mit meinem Bruder. Das war bei uns auch so. Und irgendwann kam dann der Tag, wo ich dann halt in die Lehre kam und musste wegziehen von hier. Ich musste ganz weit wegziehen von meiner Lehre, weil ich hier in Bayern einfach nichts gefunden habe. Und da bin ich dann zu meiner Verwandtschaft nach Hessen gezogen. Und da war ich manchmal sowas von down. Ich meine, der Sarge, das ist meine Verwandtschaft übrigens, da habe ich gewohnt. Der Sarge und der New Mason, die haben mich jedes Mal, wenn es mir scheiße ging, wieder hochgezogen und so. Also wir hatten echt schlimme Tage. Das heißt ja nicht umsonst, Lehrjahr sind keine Herrentage. Und ja, ich habe halt viel mit meinem Bruder telefoniert. Wir haben uns dann schon gegenseitig vermisst. Also das hat sich dann so richtig umentwickelt. Und er hat halt oft mit mir telefoniert und hat so von seiner Lehre gesprochen, was er für Erfahrungen gemacht hat, wie man da so ein bisschen was anderes machen kann und so. Und ja, und das hat sich dann so entwickelt, dass mein Bruder kein Bruder mehr ist, sondern eigentlich ein bester Freund. Das ist einfach so. Oder sagen wir es mal so, unsere Freunde sind ja eigentlich gar keine Freunde, die sind eigentlich alles Brüder, aber das ist verworrene Geschichte, muss ich mal näher drauf eingehen irgendwann. Auf jeden Fall, das ist so mein, da hat mich dann wieder erinnert, wie man wirklich abschaltet. Wie man wirklich abschaltet vom Alltag, von der Arbeit, wenn man einfach mit Kumpels zusammenhockt oder mit Familie und einfach mal ein bisschen Spaß nebenbei hat. Auch wenn es jetzt der Umstand Umzug war, aber es war auf jeden Fall eine richtig geile Aktion und deswegen kamen auch keine Videos. Ich war dann irgendwie Donnerstag und Freitag oder Freitag und Samstag, ich kann es gar nicht mehr so genau sagen. Nee, Samstag war gestern, Donnerstag, Freitag war es. Ja, wir haben Küche aufgebaut, ein paar Schränke noch getragen am Freitag dann. Und es war einfach nur geil. Das wollte ich einfach mal mit euch teilen, einfach mal so ein bisschen raushauen. Wie findet ihr das denn? Habt ihr auch einen Bruder, mit dem ihr ständig gezofft habt und so? Oder wie schaltet ihr denn von der Schule ab? Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, es würde mich ultra interessieren, ohne Scheiß. Würde mich natürlich freuen, wenn andere auch so ein Gefühl haben wie ich. Ihr seht schon, ich habe die Markise unten, wo wir dann wieder beim Thema wären, schon wieder und so. Auf jeden Fall, wie schon gesagt, das wollte ich eigentlich nur loswerden, das wollte ich mit euch teilen. Wenn ihr natürlich mehr von mir sehen wollt, dann schaut auf jeden Fall bei meinem Let's Play-Channel vorbei. Für die, die jetzt eingeschaltet haben und nichts mehr verpassen wollen, da ist meine Fratze zum Abonnieren. Da ist mein letztes Video noch. Viel gibt es eigentlich nicht mehr dazu zu sagen. Wenn ihr mich natürlich cool fandet, dann natürlich wieder diesen Button. Wenn ihr mich richtig, richtig geil fandet, wieder diesen. Ich bin euer Avenger und kann nur sagen, see you next time. Haut rein. Bis dahin. Servus, Alter.